Und ich rufe den Tagesordnungspunkt 3 auf, die Beratung des Antrages der Unionsfraktion mit dem Titel Belange der Menschen mit Behinderung finanziell stärken. Ich bitte Sie entsprechend, die Plätze einzunehmen. Und ich eröffne die Aussprache und ich erteile das Wort für die Unionsfraktion Dr. Hermann Josef Tepruke. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine sehr geehrten Damen und Herren, jeder Mensch ist einzigartig, etwas Besonderes. Besonders manchmal auch infolge körperlicher, sinnes- oder geistiger Beeinträchtigung. Dann resultiert hieraus oftmals eine besondere Hilfsbedürftigkeit, aber auch Verantwortung der Menschen in ihrem Umfeld. Was für viele Menschen kein Problem darstellt, kann für Menschen mit Beeinträchtigung zu einer Behinderung, zu einer echten Hürde sein. Im täglichen Leben, zu Hause, im Beruf, beim Sport, im Umgang mit Behörden oder bei der Durchsetzung von Rechten. Besonders ärgerlich, vielleicht unverzeihlich, wenn oftmals leicht zu beseitigende Barrieren unnötigerweise fortbestehen, weil es im Umfeld an Kreativität, an mangelndem Einfühlungsvermögen oder aber auch einfach nur an Aufmerksamkeit fehlt. Insofern sind wir dankbar all denjenigen Betroffenen oder aber auch aufmerksamen Beobachtern für Hinweise diesbezüglich, die auch dazu geführt haben, dass wir als Union diesen Antrag gestellt haben. Und eine zweite Vorbemerkung, meine Damen und Herren. Der Titel unseres Antrags lautet Belange der Menschen mit Behinderung finanziell stärken. Das kann hochtrabend, ja vielleicht sogar missverständlich klingen. Dabei geht es nur um drei eher unbedeutende Punkte. Verstehen Sie diese bitte als eine Anregung, als einen ersten Aufschlag, als eine Einladung, diese Liste mit uns zu diskutieren und gern zu ergänzen, jetzt im Rahmen dieses Verfahrens oder aber auch bei anderen Gelegenheiten. Und andererseits, meine Damen und Herren, sind auch kleine Schritte, mit denen wir vorwärts kommen und den Betroffenen eine bessere Teilhabe ermöglichen, wertvoll. Und eine dritte Vorbemerkung, die betrifft die Pflicht des Staates. Die Bundesrepublik Deutschland hat die UN-Behindertenrechtskonvention ratifiziert und sich dadurch für alle Rechts- und Lebensbereiche auf den unterschiedlichen staatlichen Ebenen verpflichtet, allen Menschen mit Behinderung die Möglichkeit zur selbstbestimmten Teilhabe zu geben und deren Lebensbedingungen stetig zu verbessern. Sie hat dafür Sorge zu tragen, dass auch die Belange der Angehörigen, die hier eine große Verantwortung wahrnehmen, herzlichen Dank dafür, Berücksichtigung finden. Und vor diesem Hintergrund, meine Damen und Herren, haben wir hier aus dem Bereich des Steuerrechts drei Vorschläge aufbereitet, die wir hier zur Beratung und gerne auch zur Zustimmung stellen. Der erste Vorschlag betrifft das persönliche Budget und die Regelung der Umsatzsteuer. Mit dem 2001 eingeführten persönlichen Budget haben Menschen mit Behinderungen die Option, anstatt von Sach- und Dienstleistungen zur Teilhabe auch ein zweckgebundenes finanzielles persönliches Budget zu wählen. Aber sie stellen fest, dass bei der Inanspruchnahme der Dienstleistungen oftmals Umsatzsteuer in Anspruch genommen wird, fällig wird und dadurch ein finanzieller Nachteil bei der Anwendung dieses persönlichen Budgets entsteht. Mein Kollege Oellers wird gleich noch darauf hinweisen, wir fordern eine Anpassung im Umsatzsteuerrecht, eine kleine Anpassung, die an dieser Stelle Rechtssicherheit schafft und diesen Umsatzsteuernachteil abschafft. Ein zweites Thema betrifft den Kindergeldbezug. Sie wissen, Eltern von Kindern mit Behinderung können unter bestimmten Voraussetzungen auch über das 18. bzw. 25. Lebensjahr hinaus Kindergeld beziehen. Derzeit muss die Voraussetzung für den Anspruch auf Kindergeld regelmäßig nachgewiesen werden. Die Familienkasse prüft die Anspruchsberechtigung. Die Bearbeitung der Anträge kann aber unter Umständen einen längeren Zeitraum erfordern. Und das kann in der Folge dazu führen, dass die Auszahlung des Kindergeldes unterbrochen wird, wenn der Nachweis der andauernden Behinderung noch nicht abgeschlossen geprüft ist. Eine Rückforderung von gegebenenfalls zu Unrecht ausgezahltem Kindergeld ist aus unserer Sicht angemessener als der jetzt hier übliche Einbehalt des Kindergeldes, der mitunter Familien vor finanzielle Härten stellt. Zudem besteht die Behinderung gerade in schweren körperlichen, sinnes- oder geistigen Beeinträchtigungen in der Regel fort und entfällt in seltenen Fällen, weshalb eine Änderung der Regelung nach unserer Auffassung nicht nur praktikabel, sondern auch geboten ist. Wir fordern hier eine entsprechende Anpassung. Und das letzte und dritte Beispiel, das betrifft die Kfz-Steuer. Sie wissen, dass nach § 3a Absatz
1 und 2 des Kfz-Steuergesetzes bei Schwerbehinderung eine Befreiung bzw. Ermäßigung von der Kfz-Steuer möglich ist, wenn das Kfz ausschließlich zum Transport der schwerbehinderten Person verwendet wird. In Absatz 3 heißt es aber ausdrücklich, dass diese Steuervergünstigung entfällt, wenn das Fahrzeug für Fahrten benutzt wird, die nicht im Zusammenhang mit der Fortbewegung oder der Haushaltsführung der behinderten Person stehen. Das kommt so locker daher, aber das kann bedeuten, dass Angehörige, die zum Beispiel Menschen, ihre Kinder mit Handicap zur Schule bringen, dieses Fahrzeug nicht weiter führen dürfen, wenn sie zum Beispiel zur Arbeit fahren. Dazu gibt es jedenfalls eine große Verunsicherung, die wir festgestellt haben. Und wir glauben, dass wir durch die entsprechende Umformulierung im Absatz 3 das heilen können. Auf eine schriftliche Anfrage hat die Bundesregierung verlauten lassen, dass etwa 27.000 Minderjährige diese Vergünstigung in Anspruch nehmen. Wie wir wissen, in einigen Fällen mit großer Verunsicherung. Und wir vermuten, dass weitere möglicherweise Berechtigte diesen Antrag nicht stellen, weil sie die wörtliche Auslegung des Gesetzes an dieser Stelle gewählt haben. Auch hier ließe durch eine entsprechende Umformulierung Rechtssicherheit erreichen und damit eine Schleifung dieser Barriere, die wir für nicht notwendig halten und deswegen für dringlich zu beseitigen. Sie sind, meine Damen und Herren, eingeladen, mit uns in die Beratung einzusteigen, gern diese Punkte zu verbessern, zu ergänzen. Wir freuen uns um jeden Beitrag, der das Leben der Menschen mit Beeinträchtigung verbessert. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit. Und für die SPD-Fraktion hat das Wort Angelika Klöckner. Sehr geehrte Frau Präsidentin, werte Kolleginnen und Kollegen, ja, es wurde betont, die Lebenssituation von Menschen mit Behinderungen ist häufig nicht einfach und mit großen Unsicherheiten geprägt. Alltagsbarrieren, mühsame Behördengänge und finanzielle Sorgen sind für viele Betroffenen alltäglich. Für uns als SPD-Fraktion steht außer Frage, dass die Interessen von Menschen mit Behinderungen sowie die ihrer pflegenden Angehörigen höchste Priorität haben müssen. Deshalb haben wir auch in dieser Wahlperiode wichtige Maßnahmen umgesetzt, um die weitere Situation von Menschen weiterhin zu verbessern. Beispielhaft will ich benennen die Bundesinitiative Barrierefreiheit der Bundesregierung, um die Barrierefreiheit von Inklusion voranzutreiben. Länder, Kommunen, Wirtschaft und selbstverständlich die Menschen mit Behinderungen selbst haben hierbei die Möglichkeit, ihr ganz persönliches Erfahrungswissen einzubringen, um die Bundesregierung bei ihren Maßnahmen zur Koordinierung zu unterstützen und zu beraten. Ein weiteres wichtiges Projekt ist das Gesetz zum inklusiven Arbeitsmarkt, das wir in dieser Periode beschlossen haben. Damit wollen wir Arbeitgeber bewegen, mehr Menschen mit Behinderungen zu beschäftigen, damit Menschen, die über ein eigenes Einkommen verfügen, ihr Leben selbstbestimmt gestalten können. Das ist für uns ein ganz essentieller Grundsatz als Sozialdemokraten. Heute liegt uns ein Antrag vor von CDU/CSU, der die Lebenssituation von Menschen finanziell verbessern soll. Doch wir fragen uns schon, helfen diese Vorschläge, wie eben vorgetragen, wirklich? Leider muss ich sagen, dass es sich hier wieder einmal um einen Schaufensterantrag der Union handelt. Ein Beispiel. CDU/CSU fordert, dass das persönliche Budget umsatzsteuerfrei gestellt wird. Zunächst danke, dass Sie unsere Vorschläge aus dem Koalitionsvertrag aufgegriffen haben. Aber auffällig dabei ist, Steuererleichterungen gibt es nicht zum Nulltarif. Und es sind doch genau Sie, die bei jeder Gelegenheit den Bundeshaushalt an jeder Stelle kritisieren, insbesondere den Sozialetat. Gerade heute haben wir im Ausschuss für Arbeit und Soziales wieder vielfältige Beispiele erlebt. Sie wollen doch in Wirklichkeit und Wahrheit keinen einzigen zusätzlichen Cent
ausgeben und investieren. Und im Übrigen muss man sich schon die Frage stellen, Sie hatten 16 Jahre das Heft des Handelns in der Hand. Warum haben Sie in diesen 16 Jahren diesen konkreten Vorschlag nicht umgesetzt? An der SPD-Fraktion lag es mit Sicherheit nicht. Ein weiteres Beispiel betrifft auch das Kindergeld für Menschen mit Behinderungen. Sie möchten, dass das Kindergeld über das 18. Lebensjahr hinaus weiter gewährt wird, und zwar unter Vorbehalt. Ganz ehrlich, in meiner Praxis, ich habe mich mit vielen Kindergeldkassen unterhalten, kenne ich keinen einzigen Beispielsfall, der auf Ihren Vortrag hier zutrifft. Die Kindergeldkassen schreiben in der Regel die Menschen frühzeitig an. Sie haben die Möglichkeit, die Unterlagen, die einschlägig sind, um das nachzuweisen, frühzeitig vorzulegen. In der Regel gibt es auch digitale Hilfsmittel, die dabei helfen. Und ganz ehrlich, einen Antrag unter Vorbehalt zu gewähren, was würde das für die Menschen mit Behinderungen bedeuten? Doch nur, dass die Gefahr besteht, dass sie das Geld wieder zurückzahlen müssen. Und das ist eine finanzielle Verbesserung? Nein, mitnichten. Kolleginnen und Kollegen, diese Vorschläge zeigen, der Antrag von CDU/CSU bringt für die Betroffenen keinerlei finanzielle Verbesserung. Wir lehnen diesen Antrag ab. Vielen Dank. Und für die AfD-Fraktion ist die Rednerin Gerrit Huy. Frau Präsidentin, werte Kollegen, liebe Zuschauer! Angesichts der Tatsache, dass in Deutschland inzwischen 7,9 Millionen schwerbehinderte Menschen leben, das sind immerhin 9,5% der Gesamtbevölkerung. Angesichts dieser Tatsache sind natürlich alle Anstrengungen wichtig, diesem Personenkreis die ihm zugesagte gleichberechtigte Teilhabe auch praktisch zu verwirklichen. Der vorliegende Antrag zeigt überdies auf, wie kompliziert und kleinteilig unsere Regelungen oftmals gestrickt sind. Und häufig ist der Gesetzgeber dann auch noch schwerfällig, wenn Regelungen der neuen Entwicklung angepasst werden müssen. Ein Beispiel hierfür sind die seit 1975 bestehenden Behindertenpauschbeträge, die erstmals im Jahr 2020 angepasst worden sind, also nach 45 Jahren. Aus gutem Grund spricht sich die AfD auch in diesem Bereich für eine Indexierung aus. Das würde viele schwerfällige Gesetzesveränderungen überflüssig machen. Auch bei Ihrem jetzigen Antrag muss sich die Union natürlich den üblichen Vorwurf gefallen lassen. Sie hätte als langjähriger Regierungsträger natürlich genügend Zeit gehabt, all diese Themen schon früher zu erledigen. Sei es drum, Opposition macht offenbar fleißig. So schlägt sie also vor, die Gleichsetzung des persönlichen Budgets mit Sachleistung, die ununterbrochene Fortzahlung des Kindergelds, auch während der Anspruchsberechtigungsüberprüfung, und die Ausweitung der Kfz-Steuer vergünstigen auf Familienangehörige der Pflegenden. Wir wollen nicht in erster Linie politische Schuld verteilen. In erster Linie wollen wir helfen, die Dinge in diesem Land wieder vernünftig zu machen. Das bietet uns ein weites Feld. Nun hat die CDU hier einen vernünftigen Vorschlag gemacht, den wir konsequenterweise auch unterstützen. Vernünftig ist er nicht zuletzt deshalb, weil bisherige kleinkarierte Einzelfallregelungen jetzt etwas weiter gefasst worden sind, der bürokratische Aufwand für die pflegenden Familienangehörigen sich verringert hat und die Pflegeleistung auch ein wenig besser honoriert wird. Hier spreche ich natürlich von der erweiterten Nutzung des steuerbegünstigten Behinderten-Kfz. Das wird den Steuerzahler nicht viel kosten und entlastet tatsächlich diejenigen, die es immer ganz genau genommen haben, wobei wir alle wissen, dass das ohnehin vielfach passiert ist, dass es weiter genutzt worden ist, das Auto. Eine Rechnung dafür hat die Union nicht präsentiert. Wahrscheinlich ist sie auch vernachlässigbar. Nicht vernachlässigbar ist allerdings die Umsatzsteuerbefreiung für das zweckgebundene persönliche Budget der Behinderten. Diese Forderung ist aus unserer Sicht natürlich auch richtig, kostet aber Geld. Und dazu hat die Union sich nicht geäußert, obwohl es doch nicht schwierig gewesen wäre, überschlägig eine Rechnung dazu zu präsentieren. Von einer Fraktion, die so lange regiert hat, kann man diese Expertise durchaus erwarten. Es wäre schließlich wünschenswert, die finanziellen Konsequenzen der eigenen Politik zu kennen. Dann geht es auch irgendwann in der Zukunft mal schneller mit der Haushaltsausstellung. Die AfD hat bereits in ihrem Grundsatzprogramm von 2016 gefordert, pflegende Angehörige deutlich besser zu stellen.
Sie bekommen heute weniger als halb so viel wie institutionelle Betreuungskräfte vergütet. Dabei sollten wir sowohl im Sinne der Behinderten als auch im Sinne des Staatshaushalts sehr daran interessiert sein, dass noch mehr Menschen zu Hause in ihrer gewohnten Umgebung gepflegt werden. Wenn dann aber in der Familie hohe Einkommensverluste damit verbunden sind, können sich das viele Familien schlicht nicht leisten. Dabei wissen wir, die Pflege im Heim ist um ein Vielfaches teurer als die häusliche Pflege. Der Staat kann und sollte hier großzügiger sein. Am Ende rechnet es sich für ihn. Und für die meisten Pflegebedürftigen ist es sicher der lebenswertere Weg. Eine derartige Forderung finden wir in diesem Papier nicht. Dabei wäre sie gerade wegen des extremen Pflegefachkräftemangels natürlich ganz wichtig. Dies als Mahnung vorausgeschickt, stimmen wir dem Antrag der Union zu. Dankeschön. Und für Bündnis 90 Die Grünen hat das Wort Corinna Rüffer. Sehr geschätzte Frau Präsidentin, liebe Demokratinnen und Demokraten, lieber Herr Tebrucke, mich hat das ein bisschen überzeugt, was Sie gesagt haben. Und ich würde gerne, und ich verstehe das als Angebot, was Sie gesagt haben. Sie haben gesagt, wir haben drei Vorschläge rausgegriffen, die wir für regelbar halten, die wir auch für wichtig halten. Es sind nicht viele Fälle und es bewegt nicht ganz viel, aber die Leute, die betroffen sind, denen hilft das immens weiter. Und deswegen, glaube ich, sollten wir über diese Vorschläge diskutieren und auch weitere Vorschläge sammeln. Und da wir ja jetzt hier so ein bisschen eine geteilte Zuständigkeit haben, ne? Also ich sitze im Ausschuss für Arbeit und Soziales, Sie im Finanzausschuss. Und eigentlich müssten viele andere Ausschüsse um diese Frage, wie können wir Inklusion stärken? Wie können wir für Menschen mit Behinderung endlich die gleiche und volle Teilhabe in dieser Gesellschaft gestalten? Das können wir nicht versollt diskutieren, sondern das müssen wir miteinander diskutieren. So, und ich glaube, man versteht, das verstehen nicht nur die Leute, die in bestimmten Ausschüssen sitzen, sondern ich glaube, in einem Ausschuss versteht man das am allerbesten. Ich war am Montag in Bremen, da war die Tagung der Vorsitzenden der Petitionsausschüsse, der Länder und des Bundes. Und der Vorsitzende aus Bremen, der hat etwas berichtet, was ich noch nicht wusste, nämlich dass Herbert Wehner, der liegt uns jetzt nicht allen so nahe, aber der war ja sehr lange hier Mitglied dieses Hauses, von 1949 bis 1983. Und in welchem Ausschuss war der durchgehend? Manuela und Beate, im Petitionsausschuss. Und warum hat er das gemacht? Weil er wissen wollte, was den Menschen unter den Nägeln brennt. Und eins der Themen, die bei uns aufschlagen, eins der häufigsten Themen, die bei uns aufschlagen, sind Themen, die Menschen mit Beeinträchtigungen betreffen und ihre Familien und die Systeme und die Freunde, weil die verzweifeln an der kafkaesken Situation. Und ich muss sagen, mich hat das da ein bisschen interessiert, wer war denn der Herbert Wehner? Ne? Ich weiß, er hat immer wild dazwischen gerufen, 58 Ordnungsrufe, der ist immer noch an der Spitze der Bewegung diesbezüglich. Aber dann habe ich es mir biografisch auch ein bisschen angeschaut und habe mir überlegt, welche Zeiten hat dieser Mensch eigentlich erlebt. Ja? 1906 geboren. Der hat erlebt, wie das Massenmorden an Jüdinnen und Juden in diesem Land zuerst an behinderten Menschen erprobt worden ist. Das hat der erlebt, dieser Mann. Der ist eine lebende Legende, ja? Was der alles erlebt hat. Und das sind Sachen, die niemand von uns erleben möchte. Und ich bin sehr, sehr dankbar, dass auch ich das nur noch historisch nachvollziehen muss. Aber wir müssen aufpassen, dass wir nicht wieder in diesen Pfad hineingeraten. Was er aber noch erlebt hat in seinem Leben, und das finde ich interessant, ist, wie sich die Geschichte zum Besseren entwickeln kann. Der hat erlebt, wie sich eine Behindertenbewegung in Deutschland entwickelt hat, wie sich die ersten Rollifahrenden in Bremen an die Gleise der Straßenbahn geheftet haben, weil sie gesagt haben, wir wollen nicht hinterherwinken, sondern wir wollen mitfahren in diesen Straßenbahnen, wir wollen mitmachen, wir wollen in die normalen Schulen gehen, wir wollen in der Gemeinde leben, wir wollen nicht in Sonderwelten wegexkludiert werden. So, und jetzt muss ich Ihnen was sagen. So, ich wollte eigentlich Stefanie Effner, die muss heute ein wichtiges Gesetz verhandeln, die sitzt im Rollstuhl. Ihr Vorgänger Ilja Seifert ist gestorben. Ja? Und beide mussten damit leben, Stefanie Effner muss das bis heute tun, dass sie sich nicht darauf verlassen kann, die Deutsche Bahn, ja, nutzen zu können. Im Zweifelsfall wird sie stehen gelassen.
weil das Klo nicht funktioniert, weil der Aufzug nicht funktioniert, weil die nicht sehen von der Bahn, und das hätten sie seit Jahrzehnten tun müssen, dass ihre Beförderungsverpflichtung auch für behinderte Menschen gilt in diesem Land. Das ist ein Skandal und das ist so etwas von peinlich. Und das verweist darauf, was wir eigentlich für eine Aufgabe vor uns haben. Ihre Vorschläge sind natürlich kleinteilig, ne? Also das persönliche Budget, das betrifft vor allen Dingen Anbieter, die sozusagen 75% ihrer Leistung im persönlichen Budget erbringen, den Rest dann in Sachleistungen. Die müssen Umsatzsteuer abführen. Das ist eine völlig unsinnige Regelung. Das persönliche Budget ist so ein wertvolles Instrument, weil es den Leuten Selbstbestimmung gibt, weil es ihnen die Möglichkeit gibt, über ihre Lebensumstände vollumfänglich frei entscheiden zu können. Ich halte das für ein Innovationshemmnis und eigentlich auch für eine Menschenrechtsverletzung. So, das Geld, haben Sie gesagt, ist zweckgebunden. Das bekommen die Leute zweckgebunden. Und es dann sozusagen in die Umsatzsteuerpflichtigkeit hineinzunehmen, halte ich für völlig falsch. Und insofern ein guter Vorschlag, der vielen Menschen hilft und potenziell auch noch mehr Menschen hilft, ne, als diejenigen, die heute betroffen sind, weil wir es eben nicht ausrollen können vernünftig. Auch über das Kindergeld, glaube ich, na, man kann noch struktureller darüber reden. Also ich habe ein ungutes Gefühl, ehrlich gesagt, dabei, wenn auch heute noch Menschen mit Behinderung lebenslang Kindergeld beziehen, weil das so ein komisches Bild vermittelt. Und vielleicht müssen wir mal drüber reden, wie wir die Leistung in anderer Weise den Personen geben können, ohne dass wir so tun, als seien behinderte Menschen ein Leben lang Kinder, ja, und nicht in der Lage, Entscheidungen für sich selber zu treffen. Also die Fragen sind extrem tiefgreifend. Und auch was die Kfz-Steuer anbelangt, das wäre ein Beitrag zur Entbürokratisierung auf den ersten Blick, ne? Und auch natürlich eine Kostenentlastung, weil man sich nicht erklären kann, warum soll denn eine Familie, die als Gemeinschaft miteinander lebt, Einkaufsfahrten etc., und wer soll das überhaupt kontrollieren am Ende des Tages, ne? Also über diese Regelung nochmal zu diskutieren und zusammenzukommen, über die Säulen hinweg. Ich war vorhin bei einer Veranstaltung, wo sich ganz viele Familien mit beeinträchtigten Kindern versammelt haben. So, und ich kann Ihnen sagen, die leiden nicht unter ihren behinderten Kindern, aber die leiden unter der Ignoranz dieser Gesellschaft, und die wollen unsere Unterstützung haben. Und dafür brauchen wir dieses gesamte Parlament, aber auch die gesamte Regierung. Wenn wir das gemeinsam anpacken, ich finde es super. Danke für den Antrag. Und für die FDP-Fraktion hat das Wort Jens Beek. Hochverehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Also zunächst mal herzlichen Dank für den Antrag. Herr Terburg, will den ausdrücklich sagen, Ihren gesamten Prolog teile ich vollumfassend. Wir haben in diesem Haus, insbesondere unter den teilhabepolitischen Sprechern, eine gute Tradition, dass wir an vielen Stellen miteinander reden. Das betrifft den Kollegen Sören Pellmann, das betrifft den Kollegen Oellers. Und wir sind immer gemeinsam daran interessiert, die Situation zu verbessern. Insofern, Sie haben heute schon erreicht, dass wir einmal mehr hier in diesem Haus über das Thema reden, mit einer Überschrift, die vielleicht ein bisschen üppig ist für die tatsächlichen Probleme in der Lebenswirklichkeit, die aber so ein bisschen zeigt, jedenfalls, wo Sie hinwollen. Also insofern ist das gut, dass Sie sich einbringen. Bedauerlich ist, und das gehört allerdings auch zur Wahrheit dazu, dass immer dann, wenn die Union an Umsetzung beteiligt sein sollte, Dinge grob schiefgehen. Ich will jetzt gar nicht darauf kommen, dass Bayern, Baden-Württemberg, Sachsen Länder sind, wo die Situation bei identischer bundesgesetzlicher Situation eher nicht so gut ist wie in anderen Bundesländern, sondern will mich kaprizieren auf die Dinge, die Sie hier in Verantwortung haben. Und dann fange ich mal an mit der letzten Wahlperiode. Sie erinnern sich alle, es gab ein Urteil 2019 des Bundesfinanzhofs zu einem Verein und wiederum zur Umsatzsteuerbefreiung, der sämtliche Inklusionsfirmen betraf. Inklusionsfirmen, die für den Schritt auf den ersten Arbeitsmarkt eine ganz zentrale und immens wichtige Rolle spielen. Und wir haben daraufhin als Freie Demokraten beantragt, die formell zu privilegieren. Und ich könnte Ihnen vorlesen, deswegen habe ich es hier, was Sie damals dazu ausgeführt haben im Finanzausschuss als regierungstragende Partei, ginge alles nicht wegen europarechtlicher Vorgaben. Und im nationalen Recht könne man wenig machen, also setzt man einfach nur die Veröffentlichung des Urteils aus, hofft, dass es gut geht. Es ist an vielen Stellen nicht gut gegangen, wissen wir. Und deswegen bin ich auch froh, dass Katja Hessel jetzt hier ist, weil wir es in dieser Wahlperiode geregelt haben. Mit einer nationalen
rechtlichen Regelung, die nach ganz viel Arbeit gemeinsam mit allen Betroffenen, unter anderem dem Beirat der Inklusionsfirmen, aber auch hier im Haus sicherstellt, dass wir das Umsatzsteuerprivileg für Inklusionsunternehmen haben in Deutschland. Es gibt ein zweites Beispiel bei Gebärdensprachdolmetschern. Da haben Sie im Jahr 2021 sogar selbst das Problem verursacht. Da geht es um die Frage, wie ist eigentlich meine Umsatzbesteuerung, wenn ich nicht 25% meiner Umsätze oder meiner Fälle sogar dadurch bekomme, dass öffentliche Träger sie bezahlen. Und da stand drin, ich habe jedenfalls Rechtssicherheit für das laufende Jahr, bis Sie gestrichen haben, es reicht aus, im Vorjahr diese 25% erreicht zu haben. Führte zu der absurden Situation, dass Sie im Januar, Februar des Folgejahres erst wissen, ob Sie die Rechnung im letzten Jahr hätten mit Umsatzsteuer ausstellen müssen oder nicht. Auch das haben wir bereits jetzt zufriedenstellend geregelt. Das zeigt, diese Regierung hat schon ganz viel erreicht und wir arbeiten an ganz schwierigen Komplexen und kommen damit zu echten Lösungen in der Lebenswirklichkeit. Herzlichen Dank dafür, wie gesagt, nochmal an das BMF und an Katja Hess. Und jetzt kommen Sie mit weiteren Vorschlägen, bei denen man sagen muss, ja, also den meinen benachbarten Kollegen Mittelberg will ich gar nicht zitieren, weil das immer ja auch eine Frage von Finanzen ist. Die stehen aber hier tatsächlich nicht im Vordergrund. Die Einladung, Herr de Brucke, nehmen wir ausdrücklich an, gerne über diese Dinge zu sprechen, weil Sie Probleme adressieren, über die man sprechen kann. Aber Sie verweigern sich in Ihrem Antrag der konkreten Ausgestaltung dessen, was Sie eigentlich wollen. Das fängt bei der Kfz-Privilegierung an, weil Sie ja gar nicht sagen, woran wird das denn geknüpft? An den Kfz-Halter, der im selben Haushalt lebt? Dann sind alle diejenigen raus, die von außen helfen. Derzeit ist es an der Sache orientiert. Also Sie müssten schon konkreter werden. Das ist, wenn wir dann sagen, wir sind gemeinsam im Gespräch, ja auch noch möglich. Und dazu sind wir alle bereit. Nur so bringt es eben nichts. Und an anderen Stellen, bei der Frage des persönlichen Budgets, das wir alle stärken wollen, steht auch im Koalitionsvertrag, haben Sie die gleichen umsatzsteuerrechtlichen Probleme in Europa wie hier. Und das führt dazu, dass Ihr Antrag in der derzeitigen Situation nur die Wahl lässt, entweder zu der Umsatzsteuerprivilegierung zu kommen, dafür aber die Wahlfreiheit einzuschränken von Menschen im persönlichen Budget, wen Sie eigentlich in Anspruch nehmen. Und das ist, liebe Corinna, das genaue Gegenteil von dem, was die wollen. Die kommen ja häufig weg aus den Strukturen der Eingliederungshilfe, wollen Dinge selbstständig betreiben. Und sie dann zu zwingen, dahin zurückzugehen, damit das Umsatzsteuerprivileg, das Sie hier ansprechen, möglich wird, bin ich ganz sicher, aber Kollege Oellers kommt ja gleich noch, ob Sie das ernst meinen. Und beim Kindergeld ist es auch so, es ist schon mal die Frage, muss eigentlich überhaupt über das 25. Lebensjahr hinaus die Leistung Kindergeld heißen? Ist nicht ein anderer Mechanismus vielleicht besser? Es ist aber so, dass Sie, wenn Sie Ihren Lebensunterhalt selbst nicht bestreiten können, Sie unbegrenzt diese Leistung erhalten. Schon jetzt ist es so, dass nach A19.1 Absatz 8, Frau Präsidentin, letzter Satz, Sie eine fünfjährige einfache Nachweispflicht haben. Also hier ist das Bundesgesetz auch nicht das Problem, nicht mal die Durchführungsanweisung das Problem. Aber wir reden gerne noch drüber, ob man dann noch mehr Dinge verbessern kann. Also Gesprächseinladung angenommen, aber etwas konkreter darf sein. Vielen Dank. Wilfried Oellers für die Unionsfraktion ist der nächste Redner. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine sehr geehrten Damen und Herren, zunächst mal bedanke ich mich bei allen Vorrednern, dass sie doch diesen Antrag, entsprechende Wohlwollen auch entgegengebracht haben und ihn auch als Diskussionsanschub verstehen. Und das soll es sein. Er hat keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Und Kollege Beek, was Sie gerade ansprachen, auch noch konkreter ausformulieren, steht alles offen und da sind wir auch in der Tat offen für und da sind wir auch für Anregungen sicherlich auch dankbar. Ich will an der Stelle vielleicht, weil das persönliche Budget nochmal angesprochen worden ist, da nochmal konkret drauf eingehen, warum wir das einfach für sehr sinnvoll halten, da die Umsatzsteuerfreiheit einzuführen. Wenn Sie als Mensch mit Behinderung eben Leistungen von Trägern der Eingliederungshilfe in Anspruch nehmen, sind sie nicht umsatzsteuerpflichtig oder wird sie jedenfalls nicht angerechnet. Und wenn sie es im Rahmen des persönlichen Budgets nehmen,
dann wird es angerechnet mit der Umsatzsteuer, wird dadurch natürlich dann auch teurer. Und dann ist immer die Frage, ob es ein Mensch mit Behinderung überhaupt in Anspruch nimmt. Punkt 1 oder Punkt 2 ist immer die Frage, ob es dann überhaupt als Leistung anerkannt wird, weil es dann auch höhere Leistungen und höhere Kosten sind. Und gerade das persönliche Budget, und es klang ja von meinen Vorrednern schon an, Corinna, du hast es angesprochen, ist ja insbesondere auch, sagen wir, der Grundgedanke der UN-Behindertenrechtskonvention, eben selbstbestimmt entscheiden zu können, wen man eben zur Erbringung der Leistung auch beauftragt. Und deswegen ist uns das ein wichtiges Anliegen gewesen, das hier nochmal auf die Tagesordnung zu setzen. Und wenn das natürlich jetzt kritisiert wird, so nach dem Motto, ja, man war ja 16 Jahre in der Regierungsverantwortung und Frau Kollegin Glöckner, Sie hatten das ja angesprochen, Frau Kollegin Glöckner, dass wir erst jetzt auf die Idee kommen. Also da will ich immer Folgendes zu sagen, dass Sie uns diesen Vorhalt gerade machen, als eine Partei, die seit 1998 in der Regierungsverantwortung ist, mit einer Ausnahme von 4 Jahren und 2001 diese Regelung eingeführt hatten und dann auch schon, muss ich sagen, über all die Jahre, gerade auch übers Ministerium für Arbeit und Soziales, was man besetzt hat, jetzt diesen Vorwurf uns gegenüber macht, muss ich sagen. Also den finde ich schon bemerkenswert. Gleiches kann ich Ihnen sagen zum Punkt des Kindergeldes. Ja? Wenn Sie uns das vorhalten, in der letzten Legislaturperiode hatten wir im Rahmen der Großen Koalition einen solchen Antrag gestellt und den haben Sie ausdrücklich mit Ihrer Fraktion abgelehnt. Und wenn Sie uns dann noch vorhalten, naja, was sind das für Themen, die Sie hier ansprechen mit Kindergeld und gerade auch Kfz, mein Kollege Tebroke hat es ja schon angesprochen, die Beispiele. Das ist letztlich eine Vereinfachung und dass man sich einfach dann keine Gedanken machen muss, mit welchem Fahrzeug fahre ich denn jetzt vielleicht oder wie bin ich denn mobil, dann muss ich sagen, ist Ihnen auch nicht bekannt, was Beteiligte der Lebenshilfe gerade fordern. Die fordern nämlich genau gerade diese Punkte, Kindergeld und Kfz-Steuer, die wir hier angesprochen haben. Deswegen sollten Sie da Ihre Kritik gerade uns gegenüber sicherlich noch mal deutlich überdenken. Und ansonsten darf ich nur an das Haus richten. Vielen Dank für die wohlwollende Begleitung des Antrages. Ich hoffe, dass wir uns da noch näher darüber austauschen. Das Angebot steht jedenfalls und ich würde mich sehr darüber freuen. Herzlichen Dank. Und für die SPD-Fraktion hat das Wort Carlos Kasper. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, wir debattieren heute einen Antrag der Union mit dem Titel Menschen mit Behinderung finanziell stärken. Dagegen kann man erstmal nichts haben. Doch statt über die große gesellschaftliche Frage zu debattieren, wie wir Menschen mit Behinderung mehr Teilhabe ermöglichen, wollen Sie hier leider nur über kleine technische Details diskutieren. Sie schaffen es dabei, gerade mal 3 magere Stichpunkte aufs Papier zu bringen. Punkt 1, Umsatzsteuerbefreiung für das persönliche Budget. Menschen mit Behinderungen bekommen nach dem 9. Sozialgesetzbuch Sach- und Dienstleistungen. Sie können aber auch anstatt diesen Leistungen das Geld als sogenanntes persönliches Budget ausgezahlt bekommen. Das können Sie dann selbstbestimmt für Aufwendungen zur Deckung Ihres persönlichen Hilfebedarfs ausgeben. Sehr gut. Nach einem Urteil des Finanzgerichts Hessen unterliegen nun die Leistungen, die aus diesem persönlichen Budget gezahlt werden, der Umsatzsteuer. Ich finde, da haben Sie auch einen Punkt und wir werden das auch nochmal aufnehmen und prüfen. Punkt 2 betrifft das Kindergeld. Die Union fordert, dass Kindergeld auch teilweise ohne Nachweise in Anspruch genommen werden kann. Ein Beispiel, wer nach dem 18. Lebensjahr Kindergeld beziehen will, muss eben Nachweise erbringen, dass er oder sie auch anspruchsberechtigt ist. Kinder mit Behinderung sind oftmals über das 25. Lebensjahr hinaus anspruchsberechtigt. Das ist auch erstmal positiv. Die Union unterstellt nun, dass es regelmäßig zu Unterbrechungen bei der Auszahlung des Kindergeldes käme, nämlich während die Familienkasse angeblich so lange diese Nachweise prüft. Einen Nachweis, dass dies flächendeckend so sei, bleiben Sie aber hier schuldig.
Und ehrlicherweise finde ich es auch etwas wohlfeil, dass Sie an einem Tag es gar nicht genug Kontrollen, Prüfungen und Maßnahmen für Sozialhilfeempfänger geben kann. Und einen anderen Tag fordern Sie, dass Leistungen vom Staat einfach ohne Nachweise ausgezahlt werden können. Das ist die Inkonsequenz der Union in der Opposition, die sich für den scheinbar schnellen Stimmungsgewinn entscheidet, anstelle konsequente Politik zu machen. Sollte es dort tatsächlich Probleme geben, müssen wir das lösen. Das stimmt. Sie müssten aber auch Zahlen vorlegen für Ihren Antrag. Und ich hätte schon als Politiker erwartet, dass Sie in der Opposition auch mal die Regierung danach fragen, ob es denn diese Fälle gibt, welche Lösungen es geben kann. Und ich erwarte auch von der größten Oppositionspartei einfach, dass sie sich etwas mehr Arbeit macht, außer hier drei Stichpunkte aufs Papier zu bringen. Und schlussendlich behandelt Ihr Antrag noch die Kraftfahrzeugsteuer. Sie fordern, dass auch PKWs steuerbefreit sein sollen, wenn Haushaltsmitglieder das Fahrzeug nutzen und nicht dabei die behinderte Person befördern. Da habe ich eine gute Nachricht. Das ist bereits so, wenn die Fahrten zur Haushaltsführung der behinderten Person dienen. Und jetzt mal ganz ehrlich und unter uns, kein Hauptzollamt kann prüfen, welche Fahrten das tatsächlich sind. Aber auch hier sind wir auch bereit, diesen Punkt zu prüfen und nochmals aufzunehmen und gegebenenfalls das Gesetz zu ändern. Ich finde bloß, dass der Antrag etwas wenig Fleisch am Knochen hat. Und deswegen können wir diesen auch nicht zustimmen. Und wie gesagt, etwas mehr Arbeit und ein bisschen mehr Inhalt in so einen Antrag zu packen, steht auch der größten Opposition ganz gut zu Gesicht. Und nichtsdestotrotz freut es mich natürlich auch, dass dieses Thema heute das zum Thema macht. Und jetzt komme ich nämlich darauf, passen Sie auf, noch besser hätte ich es gefunden, wenn die größte Oppositionspartei, die Union, die Koalition unterstützt hätte, wenn es zum Beispiel um die Förderung in den inklusiven Arbeitsmarkt gegangen hat. Der inklusive Arbeitsmarkt ist nämlich zentral, wenn wir wirklich Teilhabe von allen Menschen ermöglichen wollen. Für die Sozialdemokratie war schon immer klar, Arbeit ist mehr als Broterwerb. Arbeit stiftet Identität. Und deshalb bin ich stolz darauf, dass wir vor einem Jahr die Teilhabe am Arbeitsmarkt gesetzlich gestärkt haben. Völlig ohne die Unionsfraktion. Und nun gilt nämlich endlich, wenn Arbeitgeber keinen Menschen mit Behinderung einstellen wollen, dann müssen sie die sogenannte Ausgleichsabgabe Abgabe zahlen. Und damit ermöglichen wir es Beschäftigten, die eine Behinderung haben, besser in den Arbeitsmarkt zu integrieren. Das ist ein Erfolg dieser Koalition und der trägt für die Menschen mit Behinderung eben dazu bei, dass sie besser in das Leben kommen. Doch lassen Sie mich noch diese Debatte auch nutzen, um etwas grundsätzlich zum Umgang mit Menschen mit Behinderung in dieser Gesellschaft zu sagen. Denn während hier im Haus die Union, die Ampelparteien, auch die Gruppe der Linke dieses Thema debattieren, um Lösungen ringen, Argumente austauschen, gibt es eine Gruppe, die es gar nicht interessiert, die BSW, die fast nie anwesend sind. Und es gibt eben noch eine andere Fraktion, die eine offene und inklusive Gesellschaft vollkommen ablehnt. Diese Partei hat viele Rechtsextreme in ihren Reihen. Und nun, nach diesen Wahlerfolgen, versteckt sie nicht mal die AfD ihren Hass auf Menschen mit Behinderung. Und wenn Sie jetzt so laut werden, ich kann gerichtsfest behaupten und sagen, Björn Höcke ist ein Nazi. Das sollte Ihnen vielleicht zu denken geben und vielleicht können Sie ja dagegen klagen und dann gewinne ich auch wieder bei Gericht. Denn dieser Björn Höcke sagt zu Inklusion, das ist ein Ideologieprojekt und ein Belastungsfaktor. Und Ihr korrupter Spitzenkandidat Maximilian Krah sagt, die Menschen mit Behinderung, das sind Idioten. Verehrte Damen und Herren, das ist die Sprache der 30er Jahre des vergangenen Jahrhunderts. Das ist der Hass und die ideologische Grundlage für die Gewalt, die Menschen mit Behinderung immer noch widerfährt. Und deshalb ist völlig klar... Lieber Herr Kasper, erlauben Sie eine Zwischenfrage der Kollegin Rüffer? Ja, gerne. Nö, das ist nicht unerhört.
Aber ich finde, man kann da noch was hinzufügen. Hier aus den Reihen der SPD ist gerade gesagt worden, das mit der Inklusion, das ist ein Ideologieprojekt und so, das sagen viele aus der Union auch, das sagen auch Leute aus der FDP und so. Aber was der Höcke tatsächlich gesagt hat, stimmen Sie dazu, ist, eine gesunde Gesellschaft braucht gesunde Schulen. Und jetzt kann sich jeder selbst denken, was der Mann gesagt hat. Ich weiß jetzt nicht, was das soll, dass Sie hier mit Artikeln um sich werfen, von denen Sie gar keine Ahnung haben. Aber egal, ich antworte gerne auf die Zwischenbemerkung. Das ist es ja eben. Es geht dieser Partei gar nicht um Inklusion, was hier Frau Hoy uns vorgemacht hat. Und es fängt eben bei den Menschen mit Behinderungen an. Diese Partei möchte zuerst diese Menschengruppe ausgliedern aus der Gesellschaft, dann andere, dann die Menschen mit Migrationshintergrund. Sie will diese millionenfach abschieben und tanzt zu lustigen Songs. Und das ist eben die Gefahr, die von dieser Partei ausgeht. Und der stellen wir uns eben vollkommen entgegen. Danke für die Frage. Und wie schon gesagt, wir als Demokratinnen und Demokraten stehen an der Seite. Herr Kasper, es gibt noch eine Zwischenfrage des Abgeordneten Monsek. Ja, natürlich, gern. Herr Kasper, mit welchem Recht behaupten Sie das, was Sie jetzt hier gesagt haben? Ich habe ein behindertes Kind großgezogen. Ne? Ich weiß genau, wovon wir hier reden. Das wissen Sie nie. Und wie behaupten Sie, wie Frechheit, die Sie hier als Behauptung hinstellen, dass diese Partei Behinderte ausgliedern will? Dann sage ich Ihnen folgendes Beispiel. Ich weiß nicht, wer, ich sage Ihnen was, jetzt bin ich dran. Das Thema ist folgendes. Ich war jetzt im Urlaub und wenn ein behinderter Mensch Nebenkosten in Höhe von 150 Euro bezahlen muss, weil er einen Reiseantritt und seine Transportkosten selber bezahlen muss, vom Flugplatz zum Hotel, dann sollte hier mal jeder drüber nachdenken, bevor er überhaupt den Mund aufmacht, was eigentlich Behinderung bedeutet für die Menschen. Herr Monsek, haben Sie eine Frage an den Kollegen Kasper? Mit welcher Frechheit er das behauptet, das hätte ich gerne gewusst, wie er das behauptet, dass wir hier Behinderte ausgliedern wollen. Also, danke für die Frage. Ich habe Ihnen gerade 2, 3 Beispiele genannt. Kollegin Rüffers hat auch noch mal gesagt, was der Spitzenkandidat, nicht irgendein Politiker in einem Kommunalparlament, nein, der Spitzenkandidat der AfD in Thüringen im MDR-Sommerinterview zu behinderten Menschen sagt. Und jetzt wollte ich von Ihnen wissen, aber Sie dürfen leider nicht mehr antworten, wie Sie denn das finden, wenn Sie auch ein behindertes Kind haben. Dann müssten Sie ja laut schreien und sagen, nein, wir brauchen Inklusion, wir brauchen Sonderschulen, aber wir brauchen eben auch Kinder mit Behinderung in normalen Schulen, damit das normalisiert wird. Und das haben Sie eben nicht getan und Sie sind einfach ein Mitläufer, Sie können sich setzen. Vielen Dank. So. Als Demokratinnen und Demokraten stehen wir eben an der Seite von den Menschen, die ausgegrenzt werden, auch von dieser Partei. Wir stehen an der Seite derjenigen, die sich vielleicht auch nach den Landtagswahlen in Osten fragen, welche Zukunft habe ich denn noch in meiner Heimat? Wir senden die klare Botschaft, wir stehen zusammen. Denn in diesem Land gehören alle dazu. Menschen mit Behinderung, Menschen mit Migrationsgeschichte und mit eben ganz unterschiedlichen Hintergründen. Die einen mögen es Solidarität nennen und die anderen Mitmenschlichkeit. Wir stehen zusammen. Dafür lohnt es sich einzustehen. Und liebe Kolleginnen, dafür lohnt es sich auch, die Brandmauer zu erhalten. Herr Brandner, Sie haben die Kollegin Rüffer persönlich herabgewürdigt. Der, die oder das Rüffer. Ich bitte, auf derlei Herabwürdigungen zu verzichten. Ich bitte darum, dass wir einen ordentlichen Umgangston miteinander pflegen, eine inhaltliche Auseinandersetzung hier am Rednerpult machen und ansonsten auf solche Zwischenrufe bitte verzichten. Und für die Linke hat nun das Wort Sören Pellmann.
Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir haben ja von den Vorrednerinnen und Vorrednern schon einiges gehört. Ich bin sehr dankbar, dass wir die Debatte heute auch am Mittwochnachmittag führen können. Die Linke begrüßt diesen Antrag, auch wie er hier vorliegt. Und ich habe ja zumindest aus der Koalition herausgehört, dass eine gewisse Offenheit an Text weiterzuarbeiten im Interesse gemeinsamer Verbesserungen auch das auf den Weg zu bringen. Insbesondere die Bedürfnisse der Betroffenen ernst zu nehmen, ist etwas, was diesen Antrag zeichnet, und das finden wir als Linke sehr gut. Lebensbedingungen verbessern, das persönliche Budget stärken, denn damit ist es möglich, mehr Selbstbestimmung zu erreichen. Das will dieser Antrag, das begrüßen wir außerordentlich. Auch bei den Verbesserungen, was das Kindergeld betrifft und über die Steuer, hat Kollege Bekitz einiges schon gesagt. Das eine ist das Gelebte und die Lebenswirklichkeit, und das andere ist, was im Gesetz steht. Wenn wir uns da vielleicht einigen und Verbesserungen für die Familien hinkriegen, ist allen geholfen. Aber, liebe Unionsfraktion, ich kann den Hinweis der 16 Jahre eben nicht ganz weglassen. Sie haben es geschafft, in den 16 Jahren Regierungsverantwortlichkeit genau diese Themen auszuklammern. Und es gab unterschiedliche antragende Fraktionen hier im Haus. Die Grünen haben beantragt, die FDP hat beantragt, die Linke hat immer wieder beantragt. Da war immer so das Händeheben und sagen, können wir leider gerade nichts machen. Deswegen weiß ich nicht, wie glaubwürdig das letztendlich ist. Und der Eindruck, dass Anträge in der Opposition eher durchsetzbar sind als in Regierungsverantwortung, der scheint ja zumindest mit Blick auf dieses Haus nicht so ganz ernst gemeint. Denn an Ihrem Antrag fehlt auch das eine oder andere. Und vielleicht hätten Sie, wenn Sie schon historisch betrachtet, das mal anschauen, was wir hier so alles schon besprochen und eingebracht haben. Ich will mit Blick auf die Uhr zumindest drei Dinge nennen. Das garantierte Recht auf persönliche Assistenz in allen Lebensbereichen hätte ich mir in dem Zusammenhang gewünscht, mit zu beantragen. Umfassende physische und digitale Barrierefreiheit, insbesondere in öffentlichen Verkehrsmitteln. Und Bildungseinrichtungen, Arbeitsplätze, Behörden, aber auch in der Privatwirtschaft. Nirgends ist dazu etwas zu finden. Und Herr Brandner, dass Sie sich hier so äußern, wenn man mal das, was Herr Höcke im Zusammenhang mit Förderschulen gesagt hat, ernst nimmt, sollten Sie ganz, ganz still sein. Ich freue mich auf die weitere Beratung, Frau Präsidentin. Vielen Dank. Interfraktionell wird die Überweisung der Vorlage auf der Drucksache 9498 an die in der Tagesordnung aufgeführten Ausschüsse vorgeschlagen. Weitere Überweisungsvorschläge sehe ich nicht. Dann verfahren wir so. Vielen Dank.